Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum achten Teil meiner Manga-Sammlung. Ich habe hier provisorisch etwas aufgebaut, damit meine Kamera hochstehen kann. Ich stehe relativ sicher auf einem Schreibtischstuhl. Wollte ich euch nur mal teilhaben lassen, wie das hier aussieht. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt ohne Wackeln ganz gut klappt und dass man auch alles gut erkennen kann. Werde ich aber später im Schnitt genauer sehen. Und von daher würde ich sagen, wir fangen einfach an. Und hier geht es jetzt größtenteils um Clamp. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Hier geht es los mit dem Einzelband Die Schneeprinzessin von Clamp. Und ja, den Einzelband fand ich mega, mega schön. Hier geht es um eine altbekannte Sage aus Japan über eine Schneeprinzessin. Und ja, ich weiß nur noch, dass wenn sie weint, passieren schreckliche Dinge. Und es war wirklich ein super toller Einzelband. Also den kann ich jedem nur empfehlen. Dann haben wir hier gestapelt RG Veda und Tokyo Babylon. Ich muss mal eben einen der ersten Bände holen. Die habe ich auch gestapelt, weil die einfach dieses richtig, richtig kleine Format haben. Ich weiß noch, dass mir RG Veda jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, wie die ganzen anderen Clamp-Manga, die ich habe. Hier geht es im Großen und Ganzen darum, dass es einen neuen Himmelskaiser, glaube ich, gibt. Und dieser hat halt das Volk der Ashura auslöschen lassen. Und unser Protagonist trifft dann auf den letzten Überlebenden, das ist er hier. Und ja, die lernen sich dann kennen, wo halt er hier noch ganz klein ist und ja, wie er dann groß wird und wie der Krieg dann weitergeht. Das war ganz interessant, aber wie gesagt, ich finde die anderen Clamp-Reihen wesentlich besser als RG Veda. Ich glaube, RG Veda hatte auch eine Neuauflage bekommen. Dann geht es hier weiter mit Tokyo Babylon. Huch. Steht wieder alles ordentlich. In Tokyo Babylon geht es um unseren Protagonisten Subaru Subaragi, der auch in X eine Rolle spielt. Und seine Zwillingsschwester, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, und ihn hier, der auch in X vorkommt. Ich meine, die drei treiben irgendwie zusammen Geister aus. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich weiß, Tokyo Babylon fand ich wirklich sehr gut. Und ja, ich mochte Subaru sehr, sehr gerne. Also ist einer meiner Lieblingscharaktere, gerade auch in X. Und deswegen musste die Reihe auch her. Dann kommen wir hier zu meiner Lieblingsreihe von Clamp und das ist X, wo ich einfach mega traurig bin, dass die nie hier zu Ende gebracht wurde. Und ja, in X geht es um die Himmelsdrachen und Erddrachen, die gegeneinander kämpfen müssen. Die Himmelsdrachen sind dafür, dass die Menschen überleben, aber halt die Erde weiter unter den Menschen leidet. Und die Erddrachen sind für die Erneuerung, dass die Erde von den Menschen befreit wird und sich halt erneuern kann. Und ja, unser Protagonist Kamui muss sich entscheiden, für welche Seite er kämpfen wird. Und wie er sich entscheidet, so wird halt das Schicksal um ihn herum sich verändern. Und geliebte Menschen werden sterben. Und ja, also der Anime hat ein Ende. Der Film auch. Und ich weiß, dass der Manga halt dann auch nochmal ein anderes Ende haben soll als die halt der Anime und der Film. Ja, aber man weiß es leider nicht, weil er nie hier beendet wurde, weil es, glaube ich, einen Streit zwischen Clamp und dem Verlag oder so gab, wenn ich mich nicht jetzt ganz täusche. Ja, ist aber eine super, super tolle Reihe. Also ich kann euch auf jeden Fall sehr den Anime empfehlen, weil der hat ein Ende. Und ja, X ist eine meiner liebsten, allerliebsten Lieblingsreihen von Clamp. Hier habe ich dann noch so ein, ja, so ein Anime-Buch, was ich irgendwo mal dabei bekommen habe, was jetzt auch voller Farbseiten ist. Finde ich sehr, sehr schön. Dann geht's hier weiter mit Gate 7 und ja, ich weiß noch, der ist, glaube ich, hier auch abgebrochen. Ich weiß noch, dass es hier um unseren Protagonisten geht, der nach Tokio zieht und der trifft dann auf sie hier. Ich glaube, sie heißt Hannah und sie kämpft in anderen Dimensionen gegen böse Geister oder Geister der Vergangenheit. Irgendwie so war das. War auch sehr schade, dass der abgebrochen ist. Fand ihn eigentlich recht vielversprechend. Dann geht's hier noch weiter mit Lawful Drug. Ja, hier weiß ich jetzt nur noch, dass einer der Protagonisten, wenn er Gegenstände berührt, Visionen bekommt. Und ich meine, dass die Reihe hier auch nicht beendet ist, was sehr schade ist. Hier geht's auf jeden Fall nicht um Drogen, das weiß ich noch. Ja. Dann geht's hier weiter mit dem Schuber von Chobits. Da muss ich einmal ein bisschen umbauen. Der sieht übrigens so aus. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Schuber. Und oben ist auch noch ein Bild. Ich habe immer die Seite stehen, weil ich muss sagen, ich finde die böse Ski immer noch am coolsten. So, hier haben wir den ersten Band. Und ja, ich denke, viele von euch werden Chobits kennen. Hier geht es um Ski, die so gesehen ein Computer ist oder eher sowas wie ein Cyborg mäßig. Und ja, unser Protagonist hat sich immer einen eigenen Computer gewünscht und findet unsere Ski denn im Müll. Und restartet sie dann und ja, so lernen sie sich beide kennen. Und Shi hat natürlich eine Vergangenheit, warum sie dort in dem Müll lag. Und
Ja, ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Und Chobits war auch einer der ersten Animes, die ich jemals geguckt habe. Von daher gehört er auf jeden Fall hier rein. Dann geht's hier weiter mit Clover. Ja, da bin ich, tue ich mich auch gerade ein bisschen schwieriger, was jetzt das Erinnern der Story angeht. Ich weiß gar nicht, das Cover kann man jetzt nicht so gut erkennen. Hier geht es auf jeden Fall um unsere Protagonistin, die eingesperrt ist, weil sie, glaube ich, eine besondere Fähigkeit hat. Sie ist sowas wie der Vogel im Käfig. Und unser Protagonist möchte sie gerne befreien. Und ja, wie sie denn daraus entkommen? Ich meine, darum ging es im Großen und Ganzen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe mal gehört, dass die Reihe auch abgebrochen ist, aber für mich war das Ende eigentlich ein Ende. Von daher, vielleicht weiß einer von euch da mehr. Und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall einmal umbauen, weil jetzt geht's eine Etage tiefer. So, dann haben wir hier noch Miyuki-chan im Wunderland. Das sieht dann auch eher aus wie so eine riesige Zeitschrift. Ja, ich weiß noch im Groben, dass es halt um Miyuki-chan geht, die auf dem Weg zur Schule ist und dort trifft sie auf sehr viele mysteriöse Wesen. Ich glaube, auf dem Weg zur Schule driftet sie dann ab im Wunderland oder so. War auf jeden Fall ein sehr witziger Einzelband. So, dann habe ich hier noch den Schuber von Cardcaptor Sakura stehen. Da muss ich einmal ein bisschen freiräumen alles. Den Schuber finde ich übrigens auch sehr, sehr niedlich. Und hier sind dann alle Bände, die auch ein Rückenbild haben. Ja, die Bände wurden schon öfter gelesen, deswegen sehen die nicht mehr so schön aus. Aber egal, ich finde eigentlich ist noch recht in Ordnung, weil die ganzen Bände nicht so die krassen Knick im Buchrücken haben. Darauf habe ich dann am meisten geachtet. Und ja, wer kennt Cardcaptor Sakura nicht? Hier geht es um unsere Protagonistin Sakura, die irgendwo bei ihrem Vater, meine ich, eine Box findet, wo sie durch sie die Clear Cards, oder diese Cards, Clear Card ist ja der nachfolgende Art, befreit und... Ja, dann muss sie auf jeden Fall wieder einfangen. So ungefähr war das, glaube ich. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr niedliche Geschichte. Und ja, Cardcaptor Sakura ist auch ein super tolles Werk von Clamp. Dann geht's hier weiter mit Magic Knight Rebirth. Und da habe ich die Sammelbände, weil mir die persönlich besser gefallen, weil ich von den Einzelbänden das Rückenbild nicht so schön finde. Ja, hier geht es um unsere drei Freundinnen, die in eine Welt so gesehen kommen, wo sie Kriegerin werden und gegen das Böse kämpfen müssen, so ungefähr wie Sailor Moon. War ganz niedlich, hat auf jeden Fall noch eine ernstere Thematik am Ende und fand ich sehr, sehr schön. Dann geht's ja weiter mit Wish und ja, Wish fand ich richtig, richtig schön. Hier geht es um unsere Protagonistin, die ein Engel ist und wird von unserem Protagonisten gefunden, aber sie hat durch ein Ereignis alle ihre Kräfte aufgebraucht und wird in so einer Schiebeversion von ihm gefunden und wird dann auch begleitet, meine ich, von einem Dämon, der auch in der Schiebeversion ist. Und ja, wie sie denn wieder ihren Weg zurückfindet, ist eine wirklich sehr, sehr niedliche Geschichte. Dann geht's ja weiter mit Angelique Layer. Ich hoffe einfach, dass diese Hüllen nicht so dolle blenden, wie es bei mir gerade aussieht. Wenn ja, tut's mir leid. Auf jeden Fall, in Angelic Layer geht es darum, dass die Menschen, meine ich, so kleine Roboter haben, die gegeneinander kämpfen. Erinnert mich ein bisschen an Beyblade und Yu-Gi-Oh! Also jetzt in dem gleichen Sinne, dass die halt immer Wettkämpfe austragen, wo diese Figuren gegeneinander kämpfen. Und ja, war wirklich ganz niedlich. Dann geht's ja weiter mit Cause I Love You und oh, den mochte ich wirklich wahnsinnig gerne. Hier geht es um unsere Protagonistin, die immer öfter alleine zu Hause ist. Ich meine, weil ihre Eltern entweder woanders hingezogen sind oder ständig arbeiten sind. Und ja, sie mag ganz gerne, glaube ich, ihren Nachbarn und versucht mit ihm Zeit zu verbringen. Und ist wirklich eine super niedliche Geschichte und ja, die mochte ich wahnsinnig gerne. Dann haben wir noch den Einzelband The One I Love und der ist komplett falsch rum drin. Das ist auch mal interessant, so kann ich wenigstens die Manga-Sammlung nochmal ordentlich umsortieren. Hier ist ein Einzelband mit mehreren Kurzgeschichten über die Liebe und es ist wirklich niedlich gewesen. Ich mag einfach Clamp, ich mag den Zeichenstil und die Art, wie sie die Geschichten erzählen. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Dann haben wir hier Kobato. Und ja, Kobato finde ich einfach wirklich, wirklich niedlich. Hier geht es um unsere Protagonistin Kobato, die von ihrem kleinen Plüschhund hier begleitet wird. Und sie hat den Auftrag, den Herzschmerz von Menschen zu sammeln, beziehungsweise ihn zu heilen und ihn dann in eine Flasche zu sammeln. Es ist wirklich eine wunderschöne Geschichte. Das Ende ist auch total traurig und so, so schön. Also Kobato ist auch eine meiner liebsten Reihen von Clamp. Finde ich wahnsinnig toll, kann ich jedem nur empfehlen. Dann haben wir hier noch 20 Masken und 20 Masken ist so gesehen mit den gleichen Protagonisten wie auch bei School Detectives. Hier geht es um einen Dieb, der so ein bisschen an Kaito Kid erinnert, aber in kindlicherer Form. Ja, der halt dann so gesehen Überfälle begeht, Sachen stiehlt und von der Polizei wegläuft. Darum geht es im Großen und Ganzen. Und ja, in School Detective geht es dann von der anderen Seite, von den Schuldetektiven. Da ist dann auch der Protagonist, der auch in 20 Masken dabei ist, bei den School Detectives. Und ja, die lösen so Fälle, die in der Schule passieren, ist ganz niedlich. Dann habe ich hier noch die drei Artbooks von Cardcaptor Sakura. Die waren auch sehr niedlich, haben auch jeweils eine Geschichte hinten drin stehen und
Genau, dann gehen wir auf jeden Fall mal ein Regalbrett tiefer. Dann haben wir hier noch Tsubasa Reservoir Chronicles stehen und oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich diese Reihe noch bekommen habe, beziehungsweise im Komplettpaket auch mit dem 28. Band. Das war wirklich nicht sehr einfach. Ja, und in Tsubasa Reservoir Chronicle geht es um unseren Protagonisten Shaolan und unsere Protagonistin Sakura, die auch eine Rolle in Cardcaptor Sakura spielen, allerdings in einer anderen Welt und die beiden sind halt schon etwas älter. Und ja, Sakura ist die Prinzessin eines Landes und Shaolan ist, glaube ich, ein Archäologe da, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und irgendwann bekommt sie dann den Auftrag, alle Federn einzusammeln, die irgendwie am Anfang verloren wurden. Ich krieg's nicht mehr ganz so zusammen, aber ich weiß noch, dass das Ende etwas komplexer war. Aber es war insgesamt eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ja, Tsubasa Reservoir Chronicle werden wahrscheinlich auch viele kennen und finde ich auch wahnsinnig toll. Ja, dann haben wir hier noch die Nachfolgereihe von Tsubasa World Chronicle. Und ja, also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was im Großen und Ganzen jetzt hier der Fall war. Es ist auf jeden Fall nochmal eine kleine Geschichte nach Tsubasa Reservoir Chronicle. Und ich weiß, dass ich sie ganz schön fand. Ich würde mich freuen, wenn mehr von Tsubasa rauskommen würde. Ja, dann habe ich hier noch zum Thema zwei Sakura-Figuren stehen und noch die beiden Artbooks. Das ist das zweite und das ist das erste. Und ja, die stehen natürlich dann auch hier, damit das Regalbrett nicht ganz so leer aussieht. So, dann haben wir hier noch XXXHolic stehen und hier geht es um unseren Protagonisten Watanuki, der auch eine Rolle in Tsubasa Reservoir Chronicle spielt. Deswegen wollte ich unbedingt diese beiden Reihen parallel lesen und ich muss sagen, das hat ja nochmal ein ganz anderes Bild von allem so gegeben. Das ist natürlich, also ich mag es, aber es kann auch für manchen Nachteil sein, dass man das Clamp-Universum eigentlich schon fast komplett kennen sollte, um halt alles von diesen Reihen so gesehen genießen zu können. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Unser Protagonist Watanuki kann Geister sehen, was ihn sehr belastet. Und eines Tages kommt er in das Café von ihr hier und sie ist eine Hexe und kann Wünsche erfüllen. Und er wünscht sich halt, dass er die Geister nicht mehr sieht und muss dafür aber in dem Café arbeiten. Und es ist wirklich sehr, sehr toll, was da für einzelne Geschichten kamen, ja, wodurch die ganzen Menschen belastet sind durch Geister und warum. Und am Ende, ja, geht es halt dann wieder um noch viel mehr und wird auch komplexer. Und ich muss sagen, XXXHolic hat mir sogar ein bisschen besser gefallen als Tsubasa Reservoir Chronicle, weil ich einfach die Thematik total toll finde mit den Geistern und allem drum und dran. Und ja, also eine sehr, sehr, sehr tolle Reihe. So, dann habe ich hier noch meine ganzen Artbooks stehen. Die wollte ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Hier habe ich einmal von X The Seven Seals und Seven Angels. Da war ich auch sehr, sehr stolz, als ich die beiden bekommen habe. Aber ich war auch ein bisschen dumm, weil ich habe hier noch ein Artbook, was ja X-Zero heißt, das sieht dann so aus. Und ich wusste nicht, dass das genau das gleiche wie das hier ist. Aber auch nicht schlecht. Immerhin habe ich das anscheinend in zwei Versionen mit dem hier zusammen. Dann habe ich hier noch die ganzen einzelnen Zeitschriften, wo ich jetzt gerade mal selber gucken muss, wie die heißen. Genau, Clams Wonderworld und da muss ich sagen, da hatte ich sehr, sehr, sehr viel Glück, weil ich da eine Auktion bei eBay gesehen habe, wo die wahnsinnig günstig, konnte ich die ersteigern. Leider ist mein Schuber so ein bisschen demoliert, was ihr jetzt hier nicht so sehen könnt, aber den muss ich tatsächlich mal wieder kleben. Und ja, da bin ich auch sehr stolz, dass ich die habe. Und dann habe ich hier noch Einsam und Allein das Artbook von Chobits stehen und ja, finde ich auch sehr schön. Ich liebe Clam, wie gesagt, und habe ziemlich viele Sachen davon. Und genau, das war es jetzt auch mit Clam. Jetzt gehen wir noch mal eine Etage tiefer und haben dann noch ein paar Manga von Peach Pit. Ja, dann geht's ja weiter mit Manga von einem Manga-Duo, glaube ich, was ich halt auch intensiv sammel oder gesammelt habe. Und zwar ist das Peach Pit und hier geht es dann los mit Dears. Und ich muss sagen, Dears wollte ich eigentlich nicht kaufen von denen, weil ich weiß von mir selber, dass ich Echi Harem gar nicht mag. Aber dann habe ich ein super günstiges Angebot gefunden und habe gedacht, ach komm, ich möchte die Sammlung irgendwie gerne komplett haben und habe es mir gekauft und auch gelesen. Und ja, also ich muss sagen, es ist immer noch nicht wirklich meins, aber es war ganz unterhaltsam. Hier ist es ähnlich wie in Shobits die Geschichte. Das sind auch nicht wirklich Cyborgs, sondern Aliens, die so gesehen den Menschen unterwürfig sind. Und ja, unsere Protagonistin trifft dann auf unseren Protagonisten und lernt ihn dann kennen. Und ja, also wo die dann herkommen, was das alles mit den Aliens zu tun hat und halt, dann kommen natürlich mehrere Alien-Mädchen noch dazu, die unseren Protagonist ganz toll finden. Und ja, dir ist es halt ein Echi-Haare-Manga. Wer das mag, kann ich das sehr gerne empfehlen. Ich muss sagen, die Story war mir dann doch
Ein bisschen zu flach. Hier habe ich auch noch das Fanbook, was auch mit dabei war. Aber ich finde es trotzdem ganz schön, dass sie dabei steht. Und genau. Dann geht es hier weiter mit Rosen Maiden von Peach Pit. Und den fand ich ganz gut. Also es gibt bessere von Peach Pit, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil ich es unverschämt finde, was der achte Band ist. Einfach, also, das ist eine Preview-Zeitschrift für mich. Selbst die sind manchmal dicker, aber okay. Hier geht es um unseren Protagonisten, der gerne, ich meine, Puppenklamotten näht. Und im Internet bestellt er sich dann eine Puppe und die stellt sich dann heraus, dass sie lebt. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen der Start der Geschichte. Zum Schluss geht es dann natürlich wieder um viel, viel mehr. Ich muss sagen, Rosen Maiden hatte gar keinen schlechten Ansatz. Aber da das Ende halt so offen war, ich denke mal, es war beabsichtigt, dass es nochmal eine Nachfolgereihe gibt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon eine gibt. Aber auf jeden Fall ist das Ende sehr, sehr offen, was ich sehr schade fand. Aber trotzdem, Rosen Maiden hat sich gelohnt, war sehr unterhaltsam und genau. Dann geht's hier weiter mit meiner absoluten Lieblingsreihe von Peach Pit und das ist Zombie Lowen. Und ja, in Zombie Lowen geht es um Michiru, die kurz davor ist zu sterben, am Anfang durch einen Angriff und hat dann die Wahl, mit durch den Fährmann so gesehen zum Leben erweckt zu werden und muss dann stattdessen Zombies jagen oder beziehungsweise das sind Menschen, die kurz vorm Sterben sind oder schon tot sind, die unsere Protagonistin erkennt. So gesehen die Zombies an einem Ring um den Hals, so je nachdem, wann eine Person sterben wird und wenn der Ring halt schwarz ist, dann ist diese Person schon tot. Und dort trifft sie dann auf unsere beiden Protagonisten, das ist dann einmal dieser hier und einmal dieser hier. Und ja, zusammen jagen die dann die Zombies und am Ende muss ich sagen, wirklich richtig geil, was unsere Protagonistin eigentlich ja, wirklich auch für eine Vergangenheit hat. Also Zombie Lowen, ich habe mich mega gefreut, dass diese Reihe hier lizenziert wurde, weil die ja auch schon etwas älter ist. Und ich liebe Zombie Lowen, kann es jedem nur empfehlen. Und genau. Dann geht's hier weiter mit Shugokara. Und ja, ich finde Shugokara richtig toll. Hier geht's um unsere Protagonistin Amo, die in eine Rolle von ihrer Mutter gedrängt wurde, die sie eigentlich gar nicht ist, sondern nämlich in das schroffe Punk-Girl und wird auch so gekleidet. Aber hat eigentlich so viel mehr Seiten. Und irgendwann entdeckt sie in ihrer Tasche oder irgendwo, ich weiß gar nicht, oder in ihrem Bett, dass da drei Eier sind. Und diese brütet sie dann aus und darin sind jeweils so kleine Chibi-Versionen, jeweils einen anderen Charakterzug von ihr haben. Und sie kann sich dann in diese Charaktere verwandeln und so bekämpft sie denn die bösen Seelen, weil wenn jemand sich zu sehr verstellt, dann wird seine Seele bzw. das Ei, was er in sich trägt, schwarz und dann werden die, meine ich, zu bösen Dämonen oder bösen Seelen und auf jeden Fall bekämpft sie die denn mit ihren Kräften, mit Hilfe des Schülerkomitees, das trifft sie denn und ja, ist eine sehr tolle Geschichte, auch sehr ernst, dafür, dass die Protagonistin halt auch noch sehr jung ist und fand ich sehr, sehr schön. Ist auch ein bisschen meine Kindheit, weil ich muss sagen, Shugokara habe ich damals als Anime gesehen. Auch auf Englisch weitergeguckt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie er endet. Klar, der Manga ist ein bisschen besser als der Anime, weil der Anime ist halt sehr langgezogen mit vielen Fillern und der Manga ist halt auf dem Punkt. Da gibt es halt auch Liebesgeschichten und was ich auch sehr schön finde. Im Anime wurde das alles nicht so richtig ausgeführt, was mich ein bisschen gestört hat. Aber den Manga fand ich wirklich sehr, sehr niedlich. Und dann geht es hier weiter noch mit Tsukuya von Peach Pit und den fand ich auch wirklich sehr schön. Hier geht es um eine Protagonistin, die sich nicht wirklich an ihre Vergangenheit erinnern kann und einen Protagonist, der ihr dabei hilft, sich zu erinnern. Sie erinnert sich noch an das Mädchen hier, was daneben steht. Ist auch eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Sehr mystisch, ist auch mal was anderes. Da bin ich immer sehr fasziniert, weil Peach Pit so viele Geschichten machen kann, weil wenn man so Diaz guckt oder Zombie Lowen oder Shugokara oder jetzt Tsukuhira, das ist halt alles so andere Genre und das finde ich wahnsinnig bemerkenswert, was sie irgendwie alles so aus ihren Federn rausholen und ja, wollte ich nur nochmal anmerken und das ist dann die letzte Reihe von Peach Pit. Und jetzt gehen wir nochmal ein Regalbrett runter, denn eine Reihe steht hier noch drin im Regal. Und zwar steht hier noch Pandora Hearts. Steht nicht unten, weil ich die Reihe nicht mag, sondern einfach, weil ich noch keinen geeigneten Platz gefunden habe, weil ja dann auch die Nachfolgereihe dahinter soll. Ja, hier geht es um unseren Protagonisten Oz, der in einer reichen Familie lebt. Und eines Tages muss er, meine ich, ein Ritual durchführen, wodurch er in den Abyss gezogen wird. Heißt das auch der Abyss? Ich weiß es gar nicht mehr so, aber auf jeden Fall in eine andere Welt, wo er dann auf unsere Protagonisten trifft, die der schwarze Hase ist oder auch nur Black Rabbit heißt. Ich gucke gerade, ob ich die hier auf irgendeinem Cover finde. Ah ja, die ist auch einfach auf der Rückseite. Das ist diese hier. Und genau, Pandora Hearts ist wahnsinnig komplex, gerade in den hinteren Bänden ist das eine sehr gut ausgearbeitete Story. Aber wenn ich euch einen Tipp geben kann, liest sie hintereinander weg. Ich habe
halt immer auf den Release gewartet und muss sagen, am Ende bin ich halt wirklich rausgekommen. Was sehr, sehr schade ist, weil die Reihe ist wahnsinnig gut durchdacht. Allerdings muss man halt wirklich dranbleiben, damit man diese Komplexität auch wirklich versteht. Und deswegen warte ich auch bei der Nachfolgereihe von der Mangaka, bis ich sie halt lese. Aber insgesamt eine wahnsinnig tolle Reihe. Pandora Hearts kann ich auch nur jedem empfehlen. Und hier schmeiße ich alles hin. So, das war's dann mit meinem 8. Teil der Manga-Sammlung. Und jetzt kommen nur noch 2 Teile, dann habe ich sie durch. Und ja, tut mir auch leid, dass dieser so spät kommt. Ich hatte einfach noch keine Zeit, den zu drehen. Dann kommt ja auch bald noch mein Manga-Update. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf weitere Videos freuen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin. Tschüss.